Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. Ja, die Ränge sind wieder voll. Es steht eine absolute Highlight-Keynote an hier auf der Bühne. Wir wollen jetzt im nächsten Slot mal schauen, was können denn tatsächlich digitale Strategien dazu beitragen, dass das Leben der Bürgerinnen und Bürger hier in Berlin einfacher, schneller, vielleicht noch ein bisschen besser wird. Und wir wollen vor allem auch schauen, welche Rolle denn hier Startups tatsächlich spielen und ob sich Startups überhaupt in Berlin denn so wohlfühlen. All das werden wir aus erster Hand erfahren. Berlin gilt ja immer so ein bisschen als die Startup-Hauptstadt des Bundes. Ja, jetzt aber, Sie wissen es natürlich alle längst, freuen wir uns erst einmal auf den Impuls und die Keynote der regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Und damit sage ich herzlich willkommen und guten Morgen, Franziska Giffey. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und eigentlich schon fast, naja, Mahlzeit noch nicht ganz, aber ich freue mich, hier zu sein. Herzlich willkommen für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner in Berlin und natürlich herzlichen Dank an alle Berlinerinnen und Berliner, die hier sind und diesen wunderbaren Auftritt auf der Smart Country Convention mitgestalten. Schön, dass Sie alle da sind. Und die Frage war ja, fühlen sich Startups eigentlich in Berlin wohl? Haben wir Startups heute hier dabei? Muss ich mal fragen. Ich denke doch schon, oder? So, ja, leichtes Klatschen, okay, da ist noch Luft nach oben. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit unseren Berliner Startups und mit denen, die sich auf den Weg der Digitalwirtschaft machen und schon längst gemacht haben, die zum digitalen Mittelstand der Stadt gehören, gesprochen. Und mein Eindruck ist, dass sich die Startups hier wohlfühlen und dass Berlin der Ort ist, an dem die neuesten Technologien nicht nur entwickelt werden, an dem nicht nur die Talente der Welt angelockt sind, sondern in dem auch Technologie in echte Produktivität, in echte Verbesserung von Leben und von Lösungen investiert und überführt wird. Und in diesem Sinne möchte ich alle ganz herzlich begrüßen heute hier auf der Smart Country Convention. Wir freuen uns, dass Berlin Gastgeber sein kann im Hub 27 unserer Messe Berlin. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, und Sie sind ja gestern schon gestartet. Sicher gab es schon viele Impulse, die man mitnehmen kann. Ein bisschen der Blick ins Schlüsselloch der Zukunft. Und es ist erstmal gut, dass das wieder live und persönlich möglich ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist ja nicht der erste Kongress, nicht die erste Messe, die in diesem Jahr hier stattfindet. Ganz im Gegenteil. Berlin ist auch als Messe- und Kongressstandort wieder da. Wir hatten sehr erfolgreiche IFA, InnoTrans, viele andere Ereignisse. Und man muss es immer wieder sagen, bei aller Digitalisierung, die persönliche Begegnung, das echte Gespräch und auch hier diese Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Ausstellern zusammenzukommen, das ist einfach um vieles, vieles besser. Trotz aller Smartheit, die echte Begegnung, die ist immer noch viel, viel wert und deshalb ist es auch umso schöner, dass das hier wieder möglich ist. Unsere Hauptstadt steht als Hotspot für den Austausch von Wissen und Ideen, für die Technologien von morgen. Und hier auf der Smart Country Convention bringen eben die Unternehmen, die digitalen Köpfe und der Public Sector gemeinsam neue Ideen zusammen. Es ist das große Vernetzungsforum, das eigentlich deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit seinesgleichen sucht. Es geht um Souveränität, Nachhaltigkeit und Resilienz. Das ist das Motto der diesjährigen Smart Country Convention. Und damit sind Sie nicht nur am Puls der Zeit, sondern Sie denken auch für das vor, was unverzichtbar ist. Wir müssen unser Land mit Nachdruck digitalisieren. Wir müssen digital auch widerstandsfähiger werden. Und das hat nicht zuletzt der Angriffskrieg Russlands und Putins uns vor Augen geführt. Wir brauchen auch digitale Souveränität. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe ja mit dem Thema digitale Sicherheit und der Frage, was man alles so anfangen kann, auch meine eigene Erfahrung gemacht. Ich sage nur, Telefonat mit Vitali Klitschko. Inzwischen haben wir uns persönlich getroffen. Wir waren in Prag und haben gemeinsam den Pakt der freien Städte unterzeichnet, was ein wunderbares Ereignis war. Wir haben jetzt unsere Handynummern und wir sind im sehr guten Austausch. Und es gab ja einige, die dann gleich sofort wieder dabei waren und gesagt haben, hätte man doch merken müssen.
Und ich kann Ihnen nur sagen, an dieser Stelle, dieser Fake Vitali, er war halt sehr gut gemacht. Es gab dann unter den Expertenkreisen Diskussionen darüber, ob das jetzt ein Deepfake, ein Face Reenactment oder ein Shallowfake war. Wissen Sie, mir ist das ehrlich gesagt egal, bestimmt gibt es viele unter Ihnen, die das hier inständig diskutieren. Mich bewegt dabei was ganz anderes. Die Tatsache, dass 5 Bürgermeister von großen Städten in ähnlicher Weise davon erfasst worden sind und die Tatsache, dass es offensichtlich gelingt, sich mit jemandem zu unterhalten, als wären wir uns jetzt hier gegenüber. Und es ist sehr, sehr echt. Das heißt, dass wir alle miteinander uns Gedanken machen müssen über die Kommunikation der Zukunft, über die Frage, was sind echte Nachrichten und was ist Fake? Was ist wirklich ein echtes Video von einem echten Menschen mit einer echten Aussage und was nicht? Was bedeutet es eigentlich für die Willensbildung, für die Frage von Medien und Nachrichten? Und was bedeutet es am Ende für unsere Demokratie? Und das ist weit mehr als die Frage, wie wir schneller digital werden können, sondern es ist auch eine Frage, wie wir mit der Öffentlichkeit, die wir haben, mit unserer Demokratie, mit unserem Land, mit Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozessen umgehen und wie wichtig es ist, dass staatliche Organisationen zusammen mit der Wirtschaft, auch mit sozialen Akteuren handlungsfähig bleiben und eben ganz klar die Digitalisierung so nutzen, dass sie Dinge verbessert und gleichzeitig gut vor Angriffen geschützt ist. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben in diesem Jahr gemeinsam mit Ralf Kleindick hier in Berlin das Cyber Security Operations Center im ITDZ eröffnen können. Wir haben mehr Angriffe auf unsere digitale Infrastruktur. Wir wehren viele, viele ab. Und wir wissen, dass die Cybersicherheit und die Frage, wie wir als digitaler Wirtschaftsstandort künftig auch agieren wollen, sehr damit zusammenhängt, wie sicher wir sein können. Und deshalb ist es eben genauso wichtig, nicht nur die digitalen Dienstleistungen anzubieten, sondern auch dafür zu sorgen, dass zum Start-up-Geist, zur Innovation auch das Thema Sicherheit gehört. Und in diesem Sinne ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und dass wir auch als Verwaltung, als Land Berlin ganz klar sagen, wir wollen diesen Weg der Digitalisierung der Verwaltung gehen, wir wollen ihn strukturiert gehen und nicht zerfasert und mit einer Person, die auch das verantwortlich macht, im Berliner Senat, an jeder Senatssitzung teilnimmt, die die Wirtschaft, die Innenverwaltung und auch das Thema Justiz und Verwaltungsmodernisierung zusammenführt und die ganz klar erkennt, dass eben ein schlechter Prozess, den man digitalisiert, immer noch ein schlechter Prozess ist. Und deswegen muss Verwaltungsmodernisierung Hand in Hand gehen mit der Digitalisierung. Und ich bin sehr froh, dass ich heute auch hier an dieser Stelle Dr. Ralf Kleindick begrüßen darf, den Chief Digital Officer des Landes Berlin. Er macht das seit 10 Monaten. Natürlich ist in 10 Monaten noch nicht alles gut, ist ja klar. Aber wir sind wirklich sehr dabei, hier mehr Tempo da reinzulegen, dafür zu sorgen, dass die Strukturen besser aufgestellt sind, dass wir zum Beispiel unsere Smart City Strategie im November diesen Jahres im Senat beschließen werden und dass wir eben ganz klar auch sagen, die Leistungen, die wir erbringen als Staat, müssen aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer betrachtet sein. Sie müssen so sein, dass Menschen einen Nutzen davon haben, dass sie leicht zugänglich sind, dass sie erreichbar sind und dass der Bürger nicht als Störung im Tagesablauf empfunden wird, sondern, und das wird er auch nicht, aber ich sage das nur mal als überspitzt, ja, sondern dass wir ganz klar sagen, Verwaltung ist Dienstleister. Und so müssen wir auch daherkommen. Und ich bin sehr froh, dass wir schon deutlich mehr gemacht haben jetzt in diesen ersten Monaten und dass wir insgesamt 185 Digitalisierungsprojekte bereits haben, die bereits heute schon von Menschen genutzt werden können, wo es digitale Anträge gibt. Und ich mache mal ein paar Beispiele von A wie An-, Um- und Abmeldung von Gewerbe, über B wie BAföG-Antrag, über K wie Kfz-Ummeldung, Kita-Gutschein und Kulturförderung oder P wie Parkausweis bis hin zu Z, Zuschlag für Kinder und von Familien mit kleinen Einkommen.
Einkommen, all das sind unsere Digitalisierungsprojekte, die schon laufen. Wir werden weitermachen mit dem EWBS, mit der digitalen Bauakte, mit den Bürgerserviceleistungen in den Bürgerämtern. Und wir sind sehr bereit, auch mit den Startups hier in Berlin zusammenzuarbeiten, damit Lösungen, die für andere Stellen im privaten Bereich entwickelt werden, auch in der Verwaltung funktionieren können. Es geht immer um Zugang, es geht um Daseinsvorsorge und es geht um Räume für Ressourcen. Wir wollen barrierefrei sein, wir wollen Gerechtigkeit und Teilhabe mit unseren Serviceleistungen anbieten. Und das heißt, all das, was wir hier tun, ist abhängig davon, inwieweit wir auch vertrauensvoll und mit einer hohen Glaubwürdigkeit Daten nicht nur nutzen und verarbeiten, sondern auch sie zur Verfügung stellen für Menschen, die daraus Dinge besser machen können. Wir haben eine Zeit, in der wir in der Krisensituation von multiplen Krisen sind. Seit Beginn dieser neuen Landesregierung haben wir eigentlich ausschließlich Krisenbewältigung gemacht, natürlich alles andere nebenbei auch noch. Aber wenn Sie bedenken, am Beginn die Pandemie, dann Zahlen von Flüchtlingen von über 10.000 Menschen am Tag, das waren riesige Herausforderungen. Und wie haben wir es geschafft, 80.800 Anträge auf Aufenthaltstitel von Ukrainerinnen und Ukrainern zu bearbeiten? Indem wir gesagt haben, wir arbeiten zusammen, wir machen einen Online-Antrag, ein Verfahren bei unserem Landesamt für Einwohnung und Einwanderung. Und es hat funktioniert. Und so wünsche ich mir auch, dass wir künftig an ganz vielen Stellen, egal ob jemand einen Ausweis braucht oder egal ob jemand sein Gewerbe anmelden oder Förderung beantragen will, egal ob jemand vom Entlastungspaket des Bundes oder des Landes profitieren will, die Aufgabe ist, dass wir Dinge leicht zugänglich machen. Und dabei kann die Digitalisierung einen Riesenvorteil bieten und den müssen wir auch nutzen. Und hier heute geht es ja nicht nur darum, wie wir digitale Serviceleistungen anbieten, sondern es geht weit darüber hinaus. Die smarte Stadt ist mehr als das. Und das bedeutet, wir werden Lösungen entwickeln müssen, die für eine wachsende Stadt Berlin funktionieren. Unsere aktuelle Bevölkerungsprognose sagt, wir sind jetzt bei 3,7 Millionen Einwohnern. Wir werden in den nächsten Jahren mindestens auf 3,9 Millionen wachsen, vielleicht sogar auf über 4 Millionen. Das heißt, mehr Menschen auf weniger oder dem gleichen Raum. Und das bedeutet, dass wir das nur hinbekommen, wenn wir eben vernetzt denken, wenn wir die smarte Stadt denken, wenn wir in internationalen Städtenetzwerken denken und auch gemeinsam mit unseren internationalen Partnerstädten an Lösungen arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben Kontakt nach Jakarta, unsere Partnerstadt, die haben die Yaki-App. Die Yaki-App kennen Sie vielleicht, 60 Leistungen in einer App. Ich wünsche mir, und den Auftrag hat Ralf Kleindieck, dass wir die Berli-App machen und dass unsere wichtigsten Serviceleistungen, unsere Topseller überall Tag und Nacht da sind und dass sie so angeboten werden, dass Menschen wirklich sagen, das funktioniert hier, das ist fürs Gemeinwohl, das ist nachhaltig und das ist krisenresilient und immer erreichbar. Dafür müssen wir arbeiten. Und diese Frage, wie wir die Stadt smart machen, egal ob bei der Ladeinfrastruktur, bei der digitalen Ausstattung, bei der Frage des Regenwassermanagements oder den vielen Herausforderungen, die sich ergeben, wenn man Verkehr in einer wachsenden Stadt gut organisieren will. All das ist Thema Denken für die Metropolregion, für Berlin und Brandenburg und dafür, dass wir das digitale Berlin voranbringen. Und das geht eben nur gemeinsam, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin sehr froh, dass wir für die Smart City Strategie des Landes Berlin ein großes Beteiligungsverfahren gemacht haben, wo wir Menschen gefragt haben, was braucht ihr, was wünscht ihr euch für die digitale Stadt? Wir haben hier in Berlin Menschen aus über 170 Nationen, ein Riesenschatz, Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen hierher kommen. Aber eines ist klar, alle lieben die Freiheit und die Vielfalt in unserer Stadt und sie wollen in einer Stadt leben, die lebenswert ist. Und das muss auch unser Ziel sein, wenn wir über die smarte Stadt nachdenken. Wie schaffen wir es, mit all den Lösungen, die wir erarbeiten, dafür zu sorgen, dass unsere Stadt lebenswert, modern und attraktiv ist, auch wenn sie wächst, auch trotz Krise. Und ich möchte zum Schluss eines sagen.
Wir haben große Beispiele, die schon super funktionieren. Denken Sie an den EUREF Campus, denken Sie an Ubitricity, die in London die Straßenlaternen ausgestattet haben mit Ladeinfrastruktur. Wir machen das jetzt endlich auch in Berlin. Gut, dass es so ist. Wir haben tolle Orte, Siemensstadt, mit dem digitalen Zwilling, die Idee einer digitalen Stadt, die Urban Tech Republic, die entstehen wird, der Wissenschaftsstandort Adlershof. All diese Orte sind Zukunftsorte für Berlin. Sie alle haben Ideen und Visionen, wie man es machen kann. Und eines ist ganz klar, dieser Winter, dieser Herbst, der ist nicht leicht. Ich weiß, wir alle beschäftigen uns mit den Krisen, vor denen wir stehen. Aber eines ist auch klar. Wenn wir mit einer Zuversicht, einer seriösen Zuversicht, einem Miteinander zusammenarbeiten und dem Bündeln aller unserer innovativen Kraft das hier managen und meistern, dann werden wir auch durch diese Krise kommen. Davon bin ich überzeugt. Berlin hat das Potenzial. Berlin hat immer schon schwierige Herausforderungen gemeistert. In der Krise läuft Berlin zur Höchstform auf und gerade auch jetzt. So viele Menschen, die heute hier sind, die darüber nachdenken, wie man die Stadt, das Land der Zukunft besser machen kann. Das ist ermutigend. Und deshalb vielen Dank dafür, dass Sie alle da sind. Danke, dass Sie so aufmerksam sind. Und ich sehe auch, es wischt keiner am Handy rum, obwohl wir bei der Smart Country Convention sind. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nur die, die was arbeiten, ist okay. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle eine tolle Tage hier, viele Inspirationen und lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass dieses Land, diese Stadt noch moderner werden. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Die Menschen sind schon da, die Ideen sind da. Lassen Sie es uns gemeinsam umsetzen. Vielen herzlichen Dank. Frau Giffey, ganz herzlichen Dank an Sie für diese Keynote und für diese ersten Impulse, die Sie uns hier mit auf den Weg gegeben haben. Zwei Dinge, die ich gerne dazu noch erwähnen möchte. Zum einen, auch ich bin sehr begeistert von unserem Publikum, dass Sie wirklich stets von der ersten bis zur letzten Minute des Kongresstages super, super aufmerksam da sitzt. Ich kenne das selbst selten von Kongressen, dass am dritten Kongresstag um 17 Uhr immer noch die Menschen mit großer Begeisterung und großer Aufmerksamkeit hier vor uns sitzen. Deswegen auch mal ein Riesendank von meiner Seite, von dieser Bühne in Ihre Richtung. Und Sie haben eingangs nachgefragt, wie die Startups hier in Berlin ticken und wie sie denken, wie sie dastehen. Ich glaube, dass das Stimmungsbarometer deutlich positiver ist, als der kleine Applaus es am Anfang vermuten lassen hat. Aber wir werden heute Abend beim Startup Award noch einmal nachfragen. Jetzt haben Sie sich leider schon von der Bühne runterbegeben. Ich darf Sie einfach noch mal ganz frech zu mir bitten, denn wir wollen gemeinsam das Gespräch noch ein bisschen vertiefen. Und wir haben hier drüben unsere Stehkuben vorbereitet. Sie dürfen sich gerne einen aussuchen. Und wir ergänzen die Runde noch um zwei weitere Persönlichkeiten und ich bitte Sie, meine Damen und Herren, Sie mit einem großen Applaus zu begrüßen. Und zwar Gudrun Sack, sie ist Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH und wir begrüßen Faruk Tunçer, Gründer und CEO von Politeia. Herzlich willkommen. Frau Sack, Herr Tunçer, Sie dürfen gerne, wir haben die Mikrofone da drüben für Sie vorbereitet. Noch zwei, drei Worte auch zu Frau Sack, die Sie bisher noch gar nicht kennenlernen durften. Für Sie steht Qualität von der Planung bis zur Realisierung als Maßstab gelungener und nachhaltiger Architektur und als zentrale Aufgabe betrachtet sie die Förderung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, um so auch die Klimaziele Berlins zügig umsetzen zu können. Und Herr Tunçer ist CEO und Gründer von einem GovTech-Startup hier in Berlin. Was sich genau dahinter verbirgt, das wird Herr Tunçer uns dann natürlich noch gleich ein bisschen näher erklären. Und neben Politeia engagiert er sich auch als Gesellschafter des Social-Startups Quinoa für bessere Bildungschancen in sozialen Brennpunkten, dass wir Sie auch noch ein bisschen hier in dieser Runde besser kennenlernen dürfen. Frau Giffey, ich würde gerne bei Ihnen mal nachfragen, wenn wir so schön über Smart Cities sprechen, dann entsteht in den Köpfen oftmals so ein anonymer Gedanke auch, ne? Ein digitaler Gedanke, ein abstraktes Bild. Wenn Sie den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern in Berlin erklären sollen, warum macht Digitalisierung denn unser Leben jetzt wirklich einfacher und leichter? Was für ein Beispiel ziehen Sie daran? Also, ich bin ja Mutter und mein Sohn ist 13 und ich finde es ziemlich toll, wenn wir früh losgehen wollen und der guckt in seine App rein
ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Und der stellt dann fest, okay, also ich finde es nicht toll, wenn Unterricht ausfällt, ja, keine Sau. Aber ich finde es cool, wenn der mir sagt, also heute haben wir das und das, da ist nochmal was geändert, Navi ist jetzt so ein Projekt oder so. Ich hätte mir das früher immer gewünscht, in meiner eigenen Schulzeit, dass man quasi seine ganzen Hausaufgaben, das Ganze, das ist ja inzwischen, und da muss man sagen, da hat sich viel getan in Berlin, auch in der Pandemie. Mir hat ein Schulleiter letztens gesagt, wissen Sie, also ich hätte das ja sonst bei der Schulkonferenz nie so schnell durchgekriegt, aber wir mussten ja. Und dann ging es auch. Und jetzt inzwischen haben wir wirklich Apps und Lernanwendungen und alles Mögliche. Und also nicht, dass hier irgendwas aufkommt, ganz stinknormale öffentliche Schule, ja, keine Sorge. Und ich finde das einfach toll. Und da geht es darum, dass Dinge verbessert werden im Leben. Und daran muss ich das alles orientieren, dass Menschen sagen, cool, das konnten wir früher nicht, aber jetzt geht das und das erleichtert mir den Tag. Ich gehöre ja auch noch zu der Generation, die 20 Kilo Bücher im Rücken hatten. Und dann angekommen und früh, ja. Genau. Also mein Sohn ist jetzt 2 Jahre und der geht mit dem iPad auch unfassbar gut um. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder schlecht, aber ja, man muss alles in Maßen. Er sieht es natürlich auch, dass wir ständig mit digitalen Medien arbeiten und hat da natürlich auch schnellen Zugang dazu bekommen, aber auch ich limitiere das für den Moment. Ich möchte da gerne, dass er noch sich ein bisschen Zeit dafür nimmt. Frau Sack, ich würde bei Ihnen gerne mal nachfragen ein bisschen. Die Tegel-Projekt GmbH, dieses Tegel-Projekt ist einfach ein unfassbar spannendes. Vielleicht können Sie es uns mal ein bisschen vorstellen, was Sie da genau machen, vielleicht auch mit 1, 2 Projekten, die Sie uns genauer erklären und natürlich, ich frage ja hier immer stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger, was bedeutet das denn jetzt für unsere Lebensqualität? Was macht es besser? Ja, die regierende Bürgermeisterin hat es gesagt, Berlin ist der Place to be. Und in Berlin ist es dann natürlich der ehemalige Flughafen, wo man sein sollte. Und was machen wir in Tegel? Ja, wir bauen ein Stück Stadt zusammen mit Wirtschaft. Und es nennt sich die Urban Tech Republic. Und es ist ein Ort, wo wir Wissenschaft, Forschung, Industrie zusammendenken und wo wir Ansiedlungen machen für Start-ups, für Forschungsinstitute oder aber auch bis zur Industrie, bis zur Produktion. Hier können wir Sachen ausprobieren und dann aber auch wirklich gleich herstellen. Und da sind wir sehr stolz. Und ja, wir fangen jetzt an mit der Bauphase. Wir haben 10 Jahre Planung hinter uns und jetzt kann es losgehen. Und Sie hatten jetzt nochmal ganz konkret zu Projekten gefragt. Ja, wir bauen auch dort einen digitalen Zwilling auf. Wir sind aber jetzt schon im Doing. Wir machen Drohnenflüge jede Woche, speisen das in Geoportale ein. Es geht ja in der Digitalisierung sehr um die Echtzeitdaten. Sie haben es gesagt, fällt die Schule heute aus oder eben nicht. Und diese Echtzeitdaten, die speichern wir schon, und um die in die Nutzung zu bringen. Also jetzt haben wir so ein paar schöne Beispiele wirklich aus der Praxis hier tatsächlich gehört, wie digitale Strategien und Lösungen die Lebensqualität der Berlinerinnen und Berliner verbessern können. Herr Tunter, jetzt möchte ich bei Ihnen direkt mal nachfragen, denn Sie können natürlich auch dazu beitragen, die Verwaltung zu modernisieren und effizienter zu gestalten. Deswegen die Bitte an Sie, dass Sie uns einfach mal ganz kurz Ihr Startup vorstellen, was Sie da genau machen und was ist tatsächlich der praktische Mehrwert für die Gesellschaft. Gerne. Also wir verstehen uns als souveräne Datenplattform für den öffentlichen Sektor, machen nur Geschäft mit dem öffentlichen Sektor, wie viele hier. Und im Grunde geht es um Folgendes: die Verwaltung, und die öffentliche Verwaltung muss ja enorm viele Leistungen erbringen und Entscheidungen treffen für die Bürgerinnen und Bürger. Es müssen Wohnungen gebaut werden, Kitaplätze geschaffen werden, Schulplätze geschaffen werden, Pflegeheime geschaffen werden und so weiter. Für diese Entscheidungen braucht man Fakten und ein Lagebild und ein Status quo, und man muss vielleicht auch Dinge prognostizieren können. Und dafür brauche ich Daten. Die Daten gibt es in der Verwaltung. Es gibt enorm viele Datenschätze in der Verwaltung, aber die sind in ganz, ganz vielen Silos gefangen. Registern, Fachverfahren, Fachsystemen, Portalen, wir kennen das alle, ja. Und diese Register haben enorm wertvolle Daten, aber der Prozess, wie diese Daten verarbeitet werden, läuft immer so, dass es eigentlich am Ende viel, viel Kommunikation mit den Verantwortlichen aus diesem Verfahren, das landet alles beim Tisch einer Referentin, eines Referenten und muss in Microsoft Excel verarbeitet werden. Und das ist sehr mühselig und aufwendig. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Plattform entwickelt, die Daten dort automatisiert aus diesen Registern und Verfahren integriert, automatisiert in eine Plattform überführt. Dort werden die bereinigt, aggregiert, Analyse fertig gemacht und aufbereitet, um zu wissen, wie sich meine Bevölkerung entwickelt als Stadt oder als Land, wie viele Plätze ich vielleicht für Schule oder Kita schaffen muss oder wie meine finanzielle oder Personalsituation aussieht. Das ist das, was wir machen. Und damit wollen wir, dass Verwaltungen quasi nicht erst reagieren müssen, sobald die Probleme bereits aufgetreten sind und die Eltern vor der Tür stehen zum Beispiel, sondern proaktiv gucken können, wo stehe ich gerade und was muss ich handeln. Genau.
Frau Giffey, jetzt sehen wir das gerade so schön, das wunderbare Startup hier vertreten, ganz viele wunderbare Startups jedes Jahr auf der Smart Country Convention. Wenn Sie jetzt mal explizit drauf schauen, auf das Thema Verwaltungsmodernisierung, Smart City Berlin, welche Rolle spielen denn diese digitalen Lösungen auch in Form von Startups tatsächlich aktuell und was ist so Ihre Vision für, sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre? Ja, also wir haben ja über 4.000 Startups hier in der Stadt und die schaffen mittlerweile über 100.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt auch ein paar, wo das nicht so optimal ist, aber die meisten haben ja längst verstanden, dass wenn sie keine attraktiven Arbeitsbedingungen anbieten, sie schlicht keine Leute bekommen und dass sie auch eine soziale Verantwortung haben. Das ist super gut und wir haben, man muss es sehen, wir haben bei uns in Berlin, sag ich mal, im Unternehmen Berlin, unsere öffentliche Verwaltung, sind 140.000 Menschen etwa. Und etwa so viele arbeiten mittlerweile auch in den Startups. Also das ist wirklich ein veritabler Faktor und es ist eine stark wachsende Branche und der digitale Mittelstand ist inzwischen absolut etabliert. Insofern ist das für uns ganz, ganz wichtig, diese Partnerschaft. Wir haben einen runden Tisch mit den Startups gegründet. Wir sind mit dem Startup-Verband in ganz engem Austausch. Ich habe natürlich im Rathaus auch schon Gespräche gehabt. Und wir wollen wirklich zusammenarbeiten. Also nicht jede Lösung muss 5-mal ausgedacht werden. Nicht jede Lösung muss in der Verwaltung neu überlegt werden, sondern es gibt Lösungen, die schon da sind. Und unser Ralf Kleindieck sagt immer, wenn wir eine Lösung haben, die zu 90% dem entspricht, was wir brauchen, dann nehmen wir die, anstatt erst Monate und Jahre zu operieren, um 100% hinzukriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat er mir immer wieder eingeschärft. Und deswegen glaube ich, ist es auch sinnvoll, mit den Startups, die da sind, erstmal gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie hier ankommen, dass sie hier bleiben, dass sie auch Grown-Ups werden können. Haben wir nämlich auch einige, die mittlerweile sogar an der Börse sind. Und dann zu sagen, wir nutzen, was da ist und gucken, wie wir das zügig umsetzen können. Und ich habe von 185 Digitalisierungsprojekten gesprochen. Die kommen nur auf die Schiene, wenn wir an einigen Stellen auch sagen, 90% tun es auch. Wichtig ist, dass wir erstmal vorankommen. Und das ist wichtig. Das heißt nicht, dass man schlechter in der Qualität ist, aber dass man ein Optimum erreicht zwischen Zeit und dem, was man will. Und die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Wir können es nicht leisten, so lange zu brauchen. Absolut, absolut. Weil Sie das Thema Startups ansprechen, Sie haben auch vorhin in Ihrer Rede so schön gesagt, die kulturelle Vielfalt, die hier in Berlin herrscht, die spielt Ihnen dann natürlich absolut in die Karten. Mein Mann hat selbst ein Startup mit 25 Mitarbeitern aus 20 verschiedenen Ländern. Wir haben das irgendwie in München geschafft. Ich bin auch sehr, sehr stolz drauf. Und es ist unglaublich, was da an Energie und Kreativität tatsächlich zusammenkommt. Und da schöpfen Sie hier in Berlin natürlich nochmal aus einem größeren Pott. Herzlichen Glückwunsch dazu. Frau Sack, ich möchte auch gerne in Ihre Richtung mal die Frage noch stellen nach der nahen Zukunft. Was steht denn da in der nächsten Zeit an? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Meilensteine, die uns beim Tegel-Projekt erwarten, gerade wenn wir so mal in Richtung Startup-Hubs denken? Naja, die Digitalisierung ist bei unserem Projekt natürlich von Anfang an mit dabei. In der Planung ist ohne Digitalisierung heute ja gar nicht zu denken. Und wir kommen jetzt wirklich ins Doing. Wir sind sehr stolz. Wir haben schon die ersten 500 Arbeitsplätze im autonomen Fahren. Das sind auch Startups. Da flitzen schon die autonomen Autos auf dem Flughafen herum. Wir haben ja ein Alleinstellungsmerkmal, weil der Flughafen ja noch ein in sich geschlossenes Gelände ist. Und eben, wir haben das autonome Fahren da. Wir haben Startups, die zu Wasserstoff, die zu neuen Energien forschen, die auch aus den Hochschulen kommen, zum Beispiel Holzdruck, 100% Holz, einfach gedruckt. Also sind viele, viele Ideen, die schon da sind. Wir haben schon 1.000 Leute vor Ort, die arbeiten in den Bestandsgebäuden. Das sind echte Pioniere, die diese ein bisschen maroden Gebäude zwischennutzen, die aber auch alle bleiben wollen. Und jetzt wollen wir auch eben mit der Ansiedlung beginnen, mit dem Bauen der ersten Gebäude. Wir sind stolz, die ersten B-Pläne sind da und wir können jetzt wirklich die Straßen bauen und auch die ersten Häuser. Und es ist ein Ort für Pioniere, für Start-ups, für Firmen, die Dinge zu probieren. Es ist ein Ort, an dem ich auch sehr viel Zeit verbracht habe. Insofern freue ich mich sehr, dass da so viel Kreatives jetzt tatsächlich auch am Entstehen ist. Frau Giffey, ich weiß nicht, ob Sie jetzt kurz nervös werden, aber wir fragen wirklich bei Herrn Tunscher mal nach. Wie ist denn der Start-up-Standort Berlin aus Ihrer Perspektive heraus? Sind Sie glücklich oder sagen Sie, nee, da fehlt jetzt schon noch ein bisschen was, damit wir wirklich das Silicon Valley, wie es immer so schön heißt, von Deutschland werden? Also ich
wir sind happy in Berlin. Ne? Wir sitzen an der Spree, an der Schlesischen Straße. Und da weiß man, wenn man da auf die Spree schaut und auf die Landschaft, ist es ein toller Standort. Wir haben super viele Talente hier. Berlin hat enorm tolle Förderprogramme. Wir wurden von der EBB zum Beispiel gefördert. Das ist alles top. Ich würde auch gar nicht, habe auch gar keine große Liste. Ich glaube, was wichtig ist für einige Segmente, ich glaube, Berlin könnte noch ausbauen, Startups zu beauftragen. Weil ich glaube, dass der Stadt und dem Land einfach eine Aufgabe zukommt, gewisse Innovationen nicht nur mit Fördermitteln zu fördern oder mit Hürden aus dem Weg zu räumen, sondern auch mal zu sagen, ich bin der erste Auftraggeber, ich gebe denen eine Chance, weil das, wir sind nicht ein kleines Land, sondern wir sind Berlin, wir sind international anerkannt. Das würde uns international sozusagen auch auf eine große Bühne heben. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial als Auftraggeber, Auftraggeberin, Startups quasi da hochzuhieven. Und ich glaube, das ist etwas, was sicher auszubauen ist. Und ansonsten sind wir natürlich gerne in Berlin und profitieren von dieser Stadt. Ja. Und sind herzlich eingeladen, zu uns ins Office zu kommen. Würde mich freuen. Durchaus positives Zeugnis, das hier ausgestellt wird. Frau Giffey, Sie haben natürlich in Ihrer Keynote auch ein bisschen allgemeiner noch gesprochen. Deswegen als Abschluss noch die Frage an Sie. Was glauben Sie denn, was brauchen wir tatsächlich, um die Digitalisierung in der Gesellschaft allgemein voranzubringen? Gibt es da irgendein Universalrezept, das wir noch nicht gefunden haben bisher? Naja, es muss einfach sein, würde ich sagen. Also wir haben, glaube ich, in der Pandemie einen echten Schub bekommen in allen Bereichen, das muss man einfach sagen. Und diesen Schub, den müssen wir jetzt nutzen. Und ich glaube, das wird sicherlich hier auch beim Kongress und bei der Konferenz eine wichtige Rolle spielen. Das Thema Fachkräfte ist schon eins, was alle Wirtschaftszweige in der Stadt massiv betrifft. Und wir sehen, dass auch, sag ich mal, die besten Talente der Welt, die Experten in dem Bereich, kommen hierher und haben natürlich auch eine Erwartungshaltung an Infrastruktur und so weiter. Das müssen wir machen. Da geht es auch darum, Wohnen, Kitaplätze, Schulplätze und so. Das ist eines. Aber es geht manchmal ja auch darum, wie werden eigentlich unsere Unternehmen, da geht es wieder darum, wie werden Sie unterstützt, wenn Sie Fachkräfte aus dem Ausland zum Beispiel auch nach Berlin holen wollen. Und da will ich nochmal auf eine Sache hinweisen, die manchmal nicht so bekannt ist. Wir haben ja hier den Berlin Immigration Service von Berlin Partner, der speziell, das haben wir auch am Startup-Rundentisch besprochen, speziell für Unternehmen, die sagen, ich will gerne einen super top Talent oder Fachexperten aus Amerika oder sonst wo aus Indien hierher holen. Wie geht das eigentlich mit den ganzen Aufenthaltsfragen und so weiter? Und da haben viele eine Hürde einfach, weil sie nicht wissen wie. Und da haben wir von Berlin Partner in Zusammenarbeit mit dem Senat den Business Immigration Service, der genau dabei hilft und einfach ein Fast Track ist, damit wir die besten Talente der Welt wirklich auch hierher bekommen und damit es nicht eine Hürde ist, die ganzen an den Formalen zu scheitern. Das will ich einfach nochmal sagen. Das ist so ein Beispiel. Müssen wir auch noch bekannter machen, aber das sind ja die konkreten Hilfen, die dann den Unterschied machen, dass wir einfach als Standort attraktiv sind, weil man weiß, bei uns wird sich gekümmert, wenn Leute kommen wollen, die hier die Technologien voranbringen, dass wir dann auch alles ermöglichen, damit das schnell und zügig gelingt. Und wir sind einfach dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen zu setzen, und ich glaube, dass dann die Entwicklung auch passiert und dass die Leute schon sagen, wenn mir das was hilft, dann gehe ich auch diesen digitalen Weg. Worauf wir achten müssen ist, dass die Leute, die noch nicht an Bord sind, gibt ja noch ein paar, auch ein Angebot bekommen. Und da sehe ich das häufig bei Menschen, die älter sind oder so. Ein kurzes Beispiel noch, 29-Euro-Ticket haben wir jetzt ja gemacht als Abo, geht online von Oktober bis Dezember, wir wollen es auch weiter verlängern, super angenommen. Aber was war los in den BVG-Kundencentern? 200 Meter lange Schlangen. Und dann habe ich gefragt, warum? Ja, irgendwie Online-Verfahren. Ach, wir gehen doch lieber zum echten Menschen und lassen uns beraten. Das war bei vielen der Punkt. Und ich glaube, wir müssen diesen Gap auch hinkriegen, dass wir quasi auch auf dem Weg helfen, den Leuten, die noch Vorbehalte haben mit der Digitalisierung, und da auch die Fähigkeiten erhöhen, damit wir eben nicht diesen Digital Divide haben, sondern damit wirklich alle davon profitieren können. Absolut. Ich nehme ein paar dieser Gedankengänge auch mit nach München und nach Bayern und versuche, die da zu implementieren, in der Hoffnung, dass wir auch noch ein paar Talente bei uns abbekommen. Frau Giffey, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Sack, Herr Tunscher, natürlich auch an Sie beide, dass Sie uns ein bisschen hier hinter die Kulissen haben blicken lassen. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Und
wir machen hier auf der Bühne natürlich gleich nahtlos weiter mit dem nächsten Themenblock. Und da wird es um die digitale Souveränität in der Verwaltung gehen. Was bedeutet digitale Souveränität in der Verwaltung eigentlich? Was bedeutet es für die Wirtschaft? Wie stellt sich der Staat hier organisatorisch, strukturell auf? Was sind die großen brennenden Themenkomplexe und Fragen? Wir werden uns dem Ganzen in Form von zunächst zwei Impulsen und einem anschließenden Panel nähern. Und im ersten Impuls, da wird es jetzt um das Thema Cloud-Lösung gehen, denn die Zukunft der öffentlichen Verwaltung, da sind wir uns, glaube ich, fast alle einig, die liegt in der Cloud. Aber um all diese Möglichkeiten auch tatsächlich nutzbar machen zu können, bedarf es eben einer souveränen Infrastruktur. In unserem ersten Impuls wird es dann nun darum gehen, wie sehen skalierbare, intelligente Cloud-Plattformen tatsächlich aus. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Nikolaus Hagel, Senior Vice President Sales Public and Energy and Member of the Executive Team bei SAP und Georges Welz, Chief Executive Officer von Delos Cloud. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, grüß Sie. Schon mal vorweg, wir wurden gebeten, unseren Vortrag aufgrund der Vorrednerinnen und Vorredner etwas zu kürzen. Und dementsprechend werden wir etwas schneller durch unser Programm laufen. Aber Sie sehen uns ja hier gegenüber mit Digitalisierung erleben. Und dementsprechend können Sie all das, was wir hier ausführlich eigentlich erzählen wollten, dort dann ausführlich direkt erleben. Weil Digitalisierung erleben ist am Ende des Tages auch unser Credo an der Stelle, dass wir sagen, ich glaube in 2022 hat das Thema Cloud und Nutzung von Cloud enorm Fahrt aufgenommen, im Gegensatz zu vielleicht den Phasen vor der Pandemie, als es so ein bisschen Perspektivthema war und so weiter und so fort. Und insofern denke ich, ist so das Thema in der Tat Cloud zum Anfassen und Use Cases an der Stelle ein wichtiger Punkt, denn Use Cases ist ein wichtiges Stichwort. Viele haben nämlich schon Cloud-Lösungen während der Pandemie oder aufgrund der Pandemie eingesetzt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir irgendwo ganz am Anfang stehen, sondern wir sind jetzt schon mit extrem guten Use Cases unterwegs. Und wichtige Aspekte dabei sind, um Cloud-Technologien zu nutzen, vielleicht vier Erfolgsfaktoren, die dann dementsprechend nutzen für die Verwaltung, für Bürgerinnen und Unternehmenssohn. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, tatsächlich auch diesen Kreislauf zu finden, wenn ich tatsächlich über Digitalisierung spreche, wenn ich über neue Prozesse spreche, Digitalisierung von Prozessen. Das hat am Ende des Tages nicht zwingend was mit Technologie zu tun, die kann unterstützen, aber wichtig ist, dass Technologie bzw. Digitalisierung im Kopf stattfindet und man bereit ist zu digitalisieren. Und vielleicht nur mal ein Beispiel zu diesen ganzen Themen, weil ich glaube, Agilität, also Geschwindigkeit wird auch ein großer Faktor sein. Wie schnell kann ich denn neue Prozesse implementieren? Die Rückhol-App, glaube ich, ist jedem noch bekannt als Anfang der Pandemie, dass als innerhalb von 48 Stunden eine Plattform geschaffen wurde, die 200.000 Bürgerinnen und Bürger wieder nach Deutschland schaffen konnte. Und auf der anderen Seite, und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel und das würden wir Ihnen gerne weiter im Detail darstellen, die Fördermittelplattform für Kunst und Kultur, wo Kulturschaffende auf einen Fördermitteltopf zugreifen können, per Process Automation und KI dementsprechend zentral gesteuert aus Hamburg in die jeweiligen Bundesländer, die Anfrage gestartet wird, der Prozess in der Verwaltung angestoßen wird, also genehmigt wird und am Ende des Tages ein Auszahlungsbeleg des Fördermittels an den Kulturschaffenden entsteht, also sich dieser Kreislauf. Also an der Stelle nur mal ein Beispiel, Agilität. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch wichtig, neue Technologien nutzen zu können, wie KI, Process Automation, sagte ich ja gerade. Und die finden nun mal jetzt nicht nur bei uns, bei SAP, sondern auch in unseren Marktbegleitern auf Plattformen statt, die in der Cloud nun mal laufen. Insofern ist es am Ende des Tages extrem wichtig, auch hier, sagen wir mal, wenn ich digitalisieren möchte, wenn ich moderne Technologien nutzen möchte, dementsprechend auch da die Möglichkeiten zu schaffen und bei Möglichkeiten schaffen, ja, weil heute ist es ja, wie wir alle wissen, nicht ganz so einfach, bei Möglichkeiten schaffen. George, du bist sozusagen gerade
an der Wegstrecke angefangen, die Möglichkeiten zu schaffen, um Cloud zu nutzen. Richtig. Das ist jetzt tatsächlich, was wir tun werden und wollen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und vielen Dank für den appetitanregenden Übergang in die Präsentation. Was ist denn die Aufgabe von Delos Cloud? Das ist eine relativ einfache Aufgabe, die wir jetzt alle zusammen angehen. Wir schaffen eine Hyperscaler-Plattform für die deutsche Verwaltung auf Bund-, Länder- und kommunaler Ebene, die es der gesamten Verwaltung in Deutschland ermöglicht, auf einer Plattform souverän und Hersteller- und Anbieterneutral, was den Software-Layer und den Applikations-Layer betrifft, eine amerikanische Cloud-Technologie zu nutzen. Jetzt ein paar Begrifflichkeiten da drin. Erstens souverän. Was heißt denn souverän? Es hat relativ viele Bedeutungen. Wir haben da, glaube ich, eine sehr angeregte Diskussion über die letzten Monate. Zuallererst heißt es mal Wahlfreiheit. Ich muss als Verwaltung entscheiden können, was ich denn auf der Plattform einsetze, und zwar ohne mich in irgendeiner Art und Weise abhängig zu machen in dieser Entscheidung und auch in der Wahl der Plattform. Also ich kann die Software, die ich einsetze, auf der beliebigen Plattform einsetzen. Ich muss aber diese Entscheidung auch wieder rückgängig machen können, ohne in irgendeiner Art von Login oder in irgendeiner Art von Beeinflussung meiner Entscheidung zu sitzen und dazu gelangen. Und zweitens, anbieterneutral heißt, ich muss selber entscheiden können, was mache ich denn. Ich kann nicht eine Kopplung zwischen Plattform und Applikationen zulassen, weil ich damit automatisch festsitze in einem bestimmten Konstrukt, das ich als Verwaltung nicht möchte. Letzter Punkt, wer stellt denn fest, ob etwas souverän ist? Das können wir uns jetzt natürlich hinstellen und sagen, das ist souverän, das kann auch der gesamte Markt tun. Am Ende des Tages liegt diese Entscheidung beim Souverän und bei den zuständigen Einrichtungen und Behörden. Heißt, deswegen machen wir das Ganze nicht auf der grünen Wiese, sondern in Zusammenarbeit mit der Verwaltung nach den Vorgaben der Regulatoren. Weil ansonsten kommt ein Konstrukt heraus, bei dem ich sage, ich bin souverän, ist am Ende des Tages aber nicht die Aufgaben erfüllt, die denn die Verwaltung erfüllen möchte. Und darüber nur ein kleiner Abriss und gerne später mehr dann in der Diskussion, haben wir jetzt heute Vormittag bei den Vorrednerinnen und Vorrednern oder auch gestern schon sehr, sehr viel gehört. Es geht grundsätzlich mal um die Frage Partner, um die Wahlfreiheit, um die Neutralität. Als Beispiel steht hier Open Source drauf. Man verbindet sehr, sehr gerne mit einer Hyperscaler-Plattform, dass darauf keine Open-Source-Lösungen laufen. Die Idee von Delos Cloud ist, wir bieten eine Plattform für die IT-Dienstleister der öffentlichen Hand. Ich kann eine Standardsoftware nehmen, kann ein SAP-Produkt einsetzen. Ich kann aber auch eine Eigenentwicklung einsetzen. Oder ich kann, weil wir es heute vorher schon sehr oft gehört haben, ein Produkt aus der Partnerlandschaft einsetzen, von einem deutschen Startup, das gegen international gültige Standards entwickelt wurde, und auf dieser Plattform funktioniert, aber dadurch, dass es eben standardisiert ist, dass wir ein Teil der Multicloud-Strategie und der Verwaltungscloud-Strategie sind, auch gerne auf eine andere Plattform portiert werden. Und das schafft diese Wahlfreiheit und das schafft dann am Ende eben auch diese Neutralität. Tatsächlich bedient das aber auch den Punkt Kosteneffizienz. Wenn ich an einer Plattform teilhaben kann, die in einem weltweiten Ökosystem technologisch in den Schnittstellen identisch ist, dann eröffne ich mir auch einen Partnermarkt, und sehr, sehr viele Partner sehen Sie hier in den Hallen, den Zugang zu den innovativen Entwicklungen, die weltweit stattfinden, können aber spezifisch für mich in der Verwaltung nutzbar gemacht werden, ohne wiederum die Souveränität aufzugeben. Deswegen werden wir im Übrigen auch einen Schritt gehen, der jetzt ganz grundsätzlich, glaube ich, auch für uns alle eine große Aufgabe wird, auch das Abrechnungsmodell der Public Cloud zu übernehmen. Das heißt, für die Verwaltung bedeutet es, ich zahle, was ich nutze und nur das, und zwar auch nur so lange, wie ich das nutze. Kein Vorinvest, keine großen, ich muss erstmal einen Haushalt schaffen dafür, um eine Technologie einzuführen, sondern ich bekomme eine Plattform, ich bekomme die Plattformdienste drauf, wie Nick schon gesagt hat, künstliche Intelligenz, Confidential Computing, alles, was ich als Plattformdienst haben möchte, und kann diese nutzen für meine eigenen Applikationen. Letzter sehr wichtiger Punkt, den ich gern machen wollen würde, ist die Skalierbarkeit. Vieles von dem, was wir jetzt gehört haben, was wir in der Digitalstrategie lesen, was wir heute Vormittag auch gehört haben, wird ja dadurch erschwert, wenn ich in einzelnen Silos arbeite, bei einzelnen IT-Dienstleistern. Weil genau die angesprochene Nutzung, warum muss denn jede Kommune, jedes Bundesland, jede Einrichtung etwas selber bauen und etwas selber deployen, kann ich ja auf einer Plattform tatsächlich wesentlich einfacher und eleganter lösen. Die Lösung ist einmal da. Ob sie jemand nutzen will, und das ist das Kern unseres Designprinzips, die Freiwilligkeit. Das Angebot ist da, ich kann es nutzen,
muss es aber auch nicht tun. Ich kann es aber auch, wenn ich etwas entwickle, anderen zur Verfügung stellen. Und das in Summe ergibt am Ende eine souveräne Cloud-Plattform, die uns den Zugriff auf diese Technologien gibt, ohne dabei die Souveränität aufzugeben und Abstriche zu machen in Sicherheit und Cybersecurity und grundsätzlich eben im Zentralbegriff Souveränität. Entscheidend ist, glaube ich, für uns alle hier. Absolut. Wir sollten jetzt starten, weil die Frage, wann fangen wir denn damit an, ist am besten zu beantworten mit jetzt und heute, weil es sehr, sehr massive Veränderungen und Vorbereitungen für uns alle bedeuten wird, um dorthin zu kommen, so eine Plattform auch flexibel und elegant einsetzen zu können. Vielen Dank dazu. Das wäre erstmal unser Vortrag in der gekürzten Form. Absolut. Gut, warten wir noch kurz auf die Moderation. Herr Welz, ganz herzlichen Dank an Sie. Da bin ich aus den Annalen meines Hintergrund-Backstage-Raumes gleich nach vorne gesprungen zu Ihnen beiden. Vielen, vielen Dank für die Präsentation. Ich würde gerne an der Stelle tatsächlich mal so ein bisschen nachfragen, denn nachdem Herr Welz ja jetzt so schön anschaulich beschrieben hat, ja, wie Delos Cloud die nötigen Voraussetzungen schafft, frage ich mich dann, was leistet denn SAP im Rahmen der souveränen Cloud tatsächlich? Wo liegen denn hier die Anstrengungen, wenn man sagt, das ist ja als klassischer Softwareanbieter, müssen Sie auch ein bisschen was beitragen? Genau, also am Ende des Tages müssen wir genauso unser Lösungsportfolio ready für die souveräne Cloud machen. Da sind wir gerade dabei, das heißt, das komplette Lösungsportfolio, das für die Kunden entsprechend relevant ist, wie S4, SAC, BTP und so weiter und so fort, wird gerade vorbereitet, dass wir dann in der souveränen Cloud dementsprechend auch unsere Software anbieten können. Und auf der anderen Seite sind wir mit unserem Partner-Ökosystem und du sagtest es ja auch gerade, Partner sind an der Stelle extrem wichtig. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass Vernetzungen in der gesamten Partnerlandschaft notwendig sind. Absolut. Das passiert gerade auf der einen Seite und auf der anderen Seite arbeiten wir gerade mit unseren Partnern eben so Transformationsstrategien. Und wie George gerade sagt, es ist extrem wichtig, nicht erst dann zu starten, wenn was fertig ist, also wenn Delos komplett produktiv ist, sondern jetzt schon zu starten, wie kann ich denn meine Prozesse migrieren, wie kann ich meine Prozesse vorbereiten, sie tatsächlich dann in einer Cloud zu nutzen. Das heißt nicht, dass ich jeden Prozess einfach nur dann 1:1 kopiere, sondern tatsächlich jetzt auch anfange zu überlegen, wie sieht denn eigentlich der digitale Prozess richtig aus. Und das sind viele Aufgaben und wie du auch gerade gesagt hast, also unser Aufruf ist immer, lassen Sie uns jetzt schon starten, weil dann kann ich auch, wenn dann Delos produktiv ist, dementsprechend auch sofort in der Cloud loslegen. Ist ja im Prinzip die gleiche Kerbe, in die auch Frau Giffey vorhin schon geschlagen hat. Ja, jetzt haben wir, Herr Welz, schon ein bisschen über die Position der Investoren gesprochen, das Partnerökosystem klargestellt. Worin besteht denn jetzt künftig die Rolle von Microsoft in diesem Projekt? Sehr gute Frage. Also Microsoft stellt uns die Technologie zur Verfügung, die wir unter technischen, juristischen und betrieblichen Aspekten hier souverän nutzen können in der Cloud-Plattform. Das ist erstmal ein wirklich großer Schritt, weil diese Hyperscaler-Technologie selber entwickeln, wird in Europa auf mittel- bis langfristige Zeit nicht funktionieren. Aber wir stellen auch, wir bekommen von Microsoft auch die Updates und die Innovationen der nächsten Jahre und Jahrzehnte in diese Plattform, weil es bringt ja nichts, eine Momentaufnahme zu manifestieren und dann stehen zu bleiben. Der Vorteil ist, wir wollen ja an den weltweiten Entwicklungen auch der öffentlichen Hand, aber auch der kommerziellen Nutzer partizipieren. Also wird es ein stetiger Update-Prozess durch Microsoft in diese Plattform sein, womit wir eben die deutsche Verwaltung, die Startups und alle Partner hier immer wieder auf dem aktuellsten Stand der weltweiten Entwicklung halten können und nicht auf einer Momentaufnahme, die heute existiert. Absolut. Herr Welz, Herr Hagel, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen, die Insights. Loslegen, bevor die anderen Produkte lieferbar sind. Das kennen wir alle auch aus dem Handwerk. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für Sie. Ein großer Applaus.